Wer ist eigentlich Konrad Adenauer? Konrad Adenauer war von 1949 bis 1963 der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er wurde am 5. Januar 1876 in Köln geboren und war einer der prägenden Figuren in den noch jungen Jahren der Bundesrepublik. Er war mit 73 Jahren der bis heute älteste Kanzler bei Amtsantritt, setzte sich während seiner Amtszeit stark für eine Westbindung und europäische Integration der noch jungen Bundesrepublik ein. In seiner Amtszeit fällt der Beginn des deutschen Wirtschaftswunders und er war maßgeblich beteiligt an der Festlegung einer neuen Hauptstadt. Noch eins nach dem anderen. Adenauer war mit 73 Jahren der bei Amtsantritt älteste Kanzler. Er hatte dieses Amt also insgesamt bis zu seinem 87. Lebensjahr inne. Doch es war nicht sein einziges politisches Amt. Konrad Adenauer war von 1917 bis 1933 sowie für einige Monate nach Kriegsende im Jahr 1945 Oberbürgermeister der Stadt Köln und er war Präsident des Parlamentarischen Rates. Dies von 1948 bis 1949. Als Mitglied dieses Rates war Adenauer unter anderem maßgeblich an der Ausarbeitung des Grundgesetzes beteiligt. Dieses wurde am 23. Mai 1949 verkündet, trat einen Tag später in Kraft und kann man gleichsetzen mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Zum anderen war dieser Rat beteiligt an der Organisation der ersten Bundestagswahl. Dies war am 14. August 1949, zu der sich Adenauer bekanntermaßen aufstellen ließ und schließlich auch gewählt wurde. Während seiner Zeit als Oberbürgermeister Kölns widmete sich Adenauer verstärkt einem seiner Hobbys. Was nur die wenigsten wissen, Adenauer war leidenschaftlicher Erfinder. Er hatte bis zu seinem Lebensende insgesamt drei Patente angemeldet. Eins davon war die sogenannte Kölner Wurst, eine Sojawurst aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen. Ob er dabei an den ökologischen Fußabdruck der Wurst gedacht hat, müssten wir ihn jetzt fragen. Er hätte sich aber sicherlich gefreut zu wissen, dass Sojaprodukte 100 Jahre später Trend und Verkaufsschlager sein würden. Ein für Adenauer wichtiger Punkt in seiner Amtszeit war die Westbindung und europäische Integration der jungen Bundesrepublik. Mit Westbindung ist hierbei die Orientierung an den westlichen Demokratien Frankreich, USA und Großbritannien gemeint. Die Leitgedanken hierbei Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, auch für das junge Deutschland. Adenauers Ziel war es auch, die durch den Krieg entstandenen Gräben zu den europäischen Nachbarn, insbesondere Frankreich, zu schließen. Man wollte sich von nun an doch mehr auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren. Deutschland wurde 1957 gemeinsam mit Frankreich und anderen europäischen Ländern Gründungsmitglied der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinde. Aus dieser Gemeinschaft sollte schlussendlich die EU hervorgehen. In die Amtszeit Adenauers fällt auch der Beginn des deutschen Wirtschaftswunders. Unmittelbar nach dem Krieg waren viele Städte zerstört. Es gab nicht wirklich viele Arbeitsplätze und ein Großteil der Bevölkerung konnte sich auch nicht viel leisten. Ein wichtiger Punkt, um dies zu ändern, war für Adenauer die eben bereits angesprochene europäische Integration. Doch wollte er auch eine Wirtschaftsform einführen, die einen schnellen Wiederaufbau ermöglichen sollte und zudem Wohlstand für einen möglichst großen Teil der Bevölkerung sichern sollte. Die soziale Marktwirtschaft half dabei, die Lage im Land zu verbessern. Es wurde gebaut und produziert und somit gab es auch Arbeitsplätze und die Bevölkerung konnte sich wieder etwas mehr leisten. Unmittelbar vor Adenauers Amtszeit als Bundeskanzler galt es noch eine wichtige Frage zu klären. Welche Stadt löst Berlin als neue Hauptstadt ab? Berlin war zwar weiterhin die größte Stadt und auch die alte Hauptstadt, aber sie war in die vier Besatzungszonen unterteilt. Und da sie im Nordosten des Landes liegt, war sie zudem vollständig von sowjetisch besetztem Gebiet umgeben. Es war die Aufgabe des Parlamentarischen Rates, dessen Präsident, wie wir wissen, Adenauer zu dieser Zeit war, einen neuen Regierungssitz zu bestimmen. Bei der letztendlichen Wahl standen sich die beiden Städte Bonn und Frankfurt gegenüber. Am 10. Mai 1949 entschied man sich mit knappem Vorsprung für Bonn als neuen Regierungssitz.
Als gebürtiger Frankfurter kann ich diese Entscheidung natürlich persönlich nur sehr schwer nachvollziehen. Allerdings hat Bonn seine Sache doch sicherlich gut gemacht. Und somit konnte der Rheinländer Konrad Adenauer während seiner Zeit als Bundeskanzler auch von zu Hause zur Arbeit fahren. Falls ihr mal im Frankfurter Stadtteil Dornbusch unterwegs seid, das Funkhaus des Hessischen Rundfunks sollte ursprünglich der Plenarsaal des Bundestags werden. Frankfurt ging nämlich als Favorit in die Abstimmung und ließ den Plenarsaal bereits bauen. Konrad Adenauer verstarb 1967 im Alter von 91 Jahren. Er war der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und maßgeblich an vielen weitreichenden Entscheidungen beteiligt.